Ja, nochmal herzlich willkommen zu Häppchenweise unserer Vorlesung für Literatur und Medien für Kinder und Jugendliche im Wintersemester 24/25. Heute geht es um das Thema wissenschaftliches Arbeiten mit Kinder- und Jugendliteratur. Und dieses Thema ist eigentlich für Sie alle relevant, denn vermutlich werden Sie früher oder später doch in unserem Team in der Didaktik eine Arbeit erstellen, ob das jetzt eine Modularbeit ist oder ob das eine Bachelor- oder Masterarbeit ist, sei dahingestellt. Aber ich denke, dieses Thema ist von daher für Sie alle relevant. Und das ist auch nicht nur jetzt für eine Hausarbeit in diesem Seminar gültig, sondern gilt, wie gesagt, auch für die nächste Studienphase. Aber ich werde das heute nochmal exemplarisch auch tatsächlich am Gegenstand der Kinder- und Jugendliteratur ausführen. Sie haben das am Anfang Ihres Studiums in der Einführung der Literaturdidaktik ja auch schon irgendwie mitgekriegt. Andererseits hat jeder Dozierende hier, jede Dozierende ihre eigenen Vorlieben, wie man das so gerne hätte, denn es gibt ja immer nur nicht die eine Art, wie man etwas machen kann. Und hier erfahren Sie, wie man das im Team Marzi Böhnke macht. Aber ich denke, viele dieser Hinweise haben auch eine Relevanz für Arbeiten in anderen Fächern. Also, da sind wir dann mit der ersten Seite durch nach dieser Stunde. In der nächsten Sitzung bin ich selber auch noch da zu Kulturen, Krisenherden und Kriegen. Und in der darauffolgenden Sitzung bin ich nicht da. Da werden Sie dann nur die freigeschalteten Materialien als Aufzeichnung auf der Plattform erhalten. Also 20.11. ja, 27.11. nur Konserve. Aber da finden Sie alles, also die Filme und auch die PowerPoint. So, dann steigen wir gleich ein und gucken, was wir heute machen. Ich werde zunächst noch mal ein bisschen systematisch zum Gegenstandsbereich sprechen, was man denn überhaupt als Kinder- und Jugendliteratur bezeichnet und wie sich dieser Terminus einordnen lässt in den Literaturmarkt generell. Dann gehe ich ein bisschen spezifischer auf zwei unterschiedliche Aspekte der Kinder- und Jugendliteratur ein und werde Ihnen etwas über das sogenannte Handlungs- und Symbolsystem erzählen. Die treffen auch auf andere Formen der Literatur zu, aber wir machen das mal beispielhaft eben an der Kinder- und Jugendliteratur. Dann kommt der Punkt, der im Mittelpunkt stehen soll, nämlich der Aufbau der wissenschaftlichen Arbeit. Dazu gehört dann, wie finde ich überhaupt ein Thema, wie baue ich meine Arbeit auf, was muss da alles rein, was gibt es für Methoden und wie analysiere ich das Ganze dann. Abschließend verweise ich noch auf einige Quellen, vor allen Dingen heute ausführlicher auf einige literaturdidaktische und Literatur, Kinder- und Jugendliteraturwissenschaftliche Zeitschriften. Zum Gegenstandsbereich fangen wir mal damit an. Kinder- und Jugendliteratur ist als Bezeichnung eine Zielgruppenliteratur. Wir haben andere Zielgruppenliteraturen, zum Beispiel eben in Abgrenzung zur Kinder- und Jugendliteratur, die Literatur für Erwachsene. Aber es gab mit Beginn der 70er Jahre auch einen starken Markt eben für Frauenliteratur. Wir hatten dann auch Literatur für Menschen mit Migrationshintergrund, zum Beispiel auch in anderen Sprachen. Das wären auch andere Formen der Zielgruppenliteratur. Natürlich ist auch wissenschaftliche Literatur genau genommen eine Form der Zielgruppenliteratur, denn sie wendet sich eben speziell an Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Aber natürlich können auch andere Interessierte die lesen, aber man muss eben davon ausgehen, dass auch in der wissenschaftlichen Literatur sich eine bestimmte Form der Darstellung findet, die es eben anderen Gruppen möglicherweise erschwert, diese Literatur zu verstehen. Das ist bei Kinder- und Jugendliteratur im Gegenteil so. Also diese Literatur muss so aussehen, dass sie anders als die Erwachsenenliteratur
Kinder verstehen können. Denn Erwachsenenliteratur ist für viele Kinder noch nicht verständlich. Und was es dazu braucht, um sie so zu verändern, dass Kinder sie verstehen können, darüber werden wir heute sprechen. Grundsätzlich finden sich aber in der Kinder- und Jugendliteratur natürlich alle drei großen Gattungen wieder. Da haben wir verschiedene Genres auch, die hier gewählt werden können. Das sind zunächst mal die Unterscheidung fiktionale oder faktuale Stoffe, also erfundene Geschichten, das wäre fiktional, und faktual, das sind Sachbücher. Science Fiction habe ich mal mit aufgenommen, denn das ist eine besondere Form der Fiktion, eine Fiktion, die auch noch in der Zukunft spielt. Und natürlich gelten verschiedene Stoffe, Themen und Medien. Deshalb habe ich Ihnen hier auch auf der Illustration sowohl das Kinderlied aufgeführt als auch den Film oder ein Anime, aber natürlich auch das klassische Buch. Wir haben da hier die Adoleszenzgeschichte Chick. Wir haben Paw Patrol, eine beliebte Kinder-Comic-Serie. Wir haben Pippi Langstrumpf als Alltagsgeschichte, Freundschaftsgeschichte um das Mädchen Pippi Lotta. Und wir haben sowas wie Krimis mit einem entsprechenden Medienverbund drumherum, wo es auch, was weiß ich, Kartenspiele und Forschersets und was weiß ich, was alles noch dazu gibt. Was heißt Kinder- und Jugendliteratur? Es kann einmal Literatur sein, also Bücher sein, die für Kinder explizit geschrieben wurden. Also Ausgangspunkt hier der Bezeichnung ist, oder der Betrachtungsperspektive ist die Intention eines Autors, einer Autorin, dieses Buch soll Kinder erreichen. Dann gibt es intentionale Kinder, also dann wäre das spezifische Kinder- und Jugendliteratur. Wenn diese Literatur für Kinder tatsächlich geeignet ist, würde sie als intentionale Kinder- und Jugendliteratur bezeichnet werden. Also es ist auch denkbar, dass wir Literatur haben, die für Kinder geschrieben wurde, aber bei der man sagt, die ist für Kinder eigentlich gar nicht geeignet. Da hat der Autor, die Autorin zwar gedacht, Kinder sind mein Thema, aber Kinder können die gar nicht verstehen, die sind viel zu komplex. Oder da ist eine Haltung vertreten, die sich eigentlich für Kinder überhaupt nicht eignet. Die können die gar nicht verstehen oder die wollen wir Kindern so in dem Sinne gar nicht vermitteln. Dann haben wir also eine externe Institution, die beurteilt, ob diese Literatur, die als spezifische Kinder- und Jugendliteratur geschrieben wurde, tatsächlich für Kinder geeignet ist. Die dritte Stufe der Betrachtung ist die Sanktionierung. Das ist quasi eine Bewertung der intentionalen Perspektive, denn hier wird Literatur, die für Kinder geeignet ist, dann auch noch ausgezeichnet. Das bezeichnet man dann als sanktionierte Kinder- und Jugendliteratur. Sanktionierte Kinder- und Jugendliteratur ist für Sie als angehende Lehrkräfte besonders interessant, weil sich viele Schulen vor allen Dingen auf die entsprechenden Literaturpreise beziehen in der Rechtfertigung ihrer Schriften. Das ist sicher nicht falsch, aber Sie werden nachher sehen, diese sanktionierten Kinder- und Jugendbücher werden auch immer von unterschiedlichen Organisationen sanktioniert, die damit natürlich auch ein Interesse verfolgen. Und wenn vielleicht ein Interesse neu entsteht und es noch keine Gruppe gibt, die das auf der Agenda hat, dann könnten unter Umständen geeignete Bücher erstmal durchs Raster fallen. Und es könnte auch sein, dass aus irgendwelchen Gründen das Buch oder die Bücher, die von den Jurys der Literaturpreise ausgewählt werden, für Sie in dem Kontext, in den Sie Ihnen die Texte einsetzen müssten, gar nicht relevant sind. Also es ist sicher sinnvoll, sich an diesen
Literaturpreisen zu orientieren, aber sie sollten nicht auf gar keinen Fall die einzige Basis sein, auf der man seine Ganzschriften für die Schule auswählt. Denn mit diesen Literaturpreisen sind oft auch sehr monopolistische Bewerbungsverfahren verbunden. Die Verlage, die sich bewerben mit bestimmten Texten, denn so funktioniert das, beziehungsweise der Vorschlagende muss für sein vorgeschlagenes Werk sehr viele Exemplare an die Jury verteilen. Und Privatpersonen haben jetzt nicht unbedingt Lust und Geld, was weiß ich, 25 Exemplare eines 25 € kostenden Jugendbuches an die Jury zu verschenken. Und nachher wird das Buch einfach nicht gewählt. Verlage machen das natürlich kostenfrei und je größer der Verlag, desto weniger fällt das auf. Also hier in diesen Prozessen, gerade auch beim Deutschen Jugendliteraturpreis, wundert es nicht, dass sehr häufig große Verlage mit ihren Werken dort ausgezeichnet werden, weil sie sich einfach diese Bewerbungsprozesse besser leisten können. Okay, das war ein kleiner Exkurs. Kommen wir wieder zu den Kategorien nach Hans-Heino Ewers. Nachdem die ersten drei sich mit Literatur beschäftigen, die offensichtlich dann auch irgendwie bei den Kindern ankommt, ist die nächste Kategorie die der nicht akzeptierten Literatur. Das heißt, das könnte identisch sein mit der spezifischen Kinder- und Jugendliteratur, die für Kinder zwar geschrieben wird, aber von den Kindern nicht angenommen wird. Also das ist sozusagen die negative Variante der spezifischen Kinder- und Jugendliteratur. Und dann gibt es natürlich auch etwas, dass Literatur zwar nicht für Kinder geschrieben wurde, aber von ihnen gelesen wird. Und ein solches Beispiel habe ich Ihnen hier auf der rechten Seite aufgeführt. Da handelt es sich dabei um auf der linken Seite und in der Mitte um die Erstausgabe von Robinson Crusoe, das ursprünglich im 18. Jahrhundert nicht für Kinder geschrieben wurde, sondern sich an Erwachsene gewendet hat. Aber dann in dieser Geschichte, die dort erzählt wird von vielen anderen Autorinnen und ja, damals eher noch Autoren, aufgegriffen wurde und die Geschichte wurde vereinfacht nacherzählt. Und diese vereinfachte Version, die wurde dann eben von Kindern auch selbstständig gelesen, aber viele haben zu Anfang auch die Texte im Bücherregal ihrer Eltern entdeckt und einfach für sich angeeignet, auch wenn sie noch nicht für sie geschrieben worden ist. Es sind viele Teile darin, die sich auch mit der politischen Situation in England und so weiter beschäftigen. Die werden vermutlich nicht verständlich gewesen sein, aber die Kinder haben so fokussiert dann auf das Abenteuer des Schiffbrüchigen und die weiteren Ereignisse auf der Insel geschaut, dass sie diese Felder, die sie nicht verstanden haben, einfach überlesen haben. Und ja, das ist also ein prominentes Beispiel. Es gibt noch weitere, Oliver Twist, David Copperfield, die für Kinder nicht geschrieben wurden, aber die sich Kinder im Laufe der Zeit angeeignet haben. Auf der rechten Seite finden Sie auch was mit Robinson, aber das heißt anders, nicht Robinson Crusoe, sondern Robinson der Jüngere. Der lehnt sich an den Robinson Crusoe. Es handelt sich aber dabei um ein eigenständiges Werk, was Joachim Heinrich von Campe geschrieben hat und was explizit als Erziehungsschrift verfasst wurde. Also man kann hier noch nicht mal sagen, das ist eine direkte nur Verkindlichung von Robinson Crusoe, sondern es ist ein eigenständiges Werk. Das ist intentionale Kinder- und Jugendliteratur, auch spezifische Kinder- und Jugendliteratur, die Kinder erreichen sollte und für Kinder geschrieben worden ist.
Also halten wir fest, das ist noch ein wichtiger Unterschied in der Terminologie von Evers. Er unterscheidet Kinder- und Jugendliteratur, also die Betrachtungsperspektive auf das Buch, als Literatur, die für Kinder geschrieben wurde, für sie vermarktet wird und damit auf die Interessen und Möglichkeiten der Kinder in besonderer Weise zugeschnitten wurde. Dann sagt er Kinder- und Jugendlektüre beschreibt die tatsächliche Praxis der Kinder und Jugendlichen in ihrem Rezeptionsverhalten. Nicht alle Texte, die gelesen werden, sind und waren für Kinder gedacht. Und nicht alle Texte, die für Kinder gedacht sind oder waren, haben sie als Lesende tatsächlich erreicht. Also Lektüre ist dann etwas, was diese tatsächliche Rezeptionspraxis beschreiben soll. Allerdings versteht Evers unter Kinder- und Jugendlektüre nur freiwillig und außerhalb des Unterrichts gelesene Texte. Und das heißt eigentlich, dass wir sagen müssten, wir haben, was weiß ich, vielleicht ein Viertel der Kinder, die, weil das in ihren Familien so auch sozialisatorisch nicht angelegt ist, eigentlich nie Kinder- und Jugendlektüre haben. Und das scheint mir ein Problem zu sein, weil man damit auch die Funktion des Unterrichts, Kinder auf eine oder Kindern einen Raum zu ermöglichen, wo sie sich selbstständig Literatur erschließen, abspricht und eigentlich sagt, das zählt nicht, was in der Schule stattfindet. Das sind aber manchmal die einzigen Lektüren, die überhaupt stattfinden. Also diese Einschränkung nur freiwillig und außerhalb des Unterrichts, die fand ich immer etwas unnötig bei den Kollegen, weil man eben da aus einer pädagogischen Betrachtungsperspektive die Lektürepraxis von großen Gruppen unserer Bevölkerung einfach total negieren würde. Hier habe ich Ihnen auch im Hinblick auf ihre spätere Praxis und Orientierungsbedürfnisse eine Übersicht gemacht der wichtigsten deutschen Kinder- und Jugendliteraturpreise, die Sie in der erweiterten Liste auch über diesen Link auf dem Bildungsserver finden. Sie können hier auch schon sehen, welche unterschiedlichen Akzente in diesen Jugendliteraturpreisen gesetzt werden. Es sind unterschiedliche Institutionen, die hier als Geldgeber auftreten. Beim Deutschen Jugendliteraturpreis ist das der Arbeitskreis für Jugendliteratur, vornehmlich aber das Familienministerium. Einen weiteren sehr etablierten Preis vergibt die Zeit. Die küren immer das Buch des Monats im Lux. Und es gibt dann auch einen Jahreslux. Dann gibt es aus der Stadt Buxtehude eine besondere Ehrung. Dann einen auch für unterschiedliche mediale Genre ausgelobten Preis, den Deutschen Hörbuchpreis. Die internationale Gemeinde hat hier auch ein Votum im deutsch-französischen Jugendliteraturpreis. Gerade in den Grenzgebieten im Elsass ist die Lektüre auch dann in beiden Sprachen oder über beide Kulturen auch sehr ja, präsent. Und hier Bücher, die zu diesem Aspekt passen, die werden dann vermutlich von dieser Gruppe ausgezeichnet. Die katholische und die evangelische Kirche hat auch Kinder- und Jugendbuchpreise und der Gustav-Heinemann-Preis hat eine politische Tendenz. Er fördert vor allen Dingen Texte, die um Toleranz und Zivilcourage gehen. Dann gibt es vom Arbeitskreis Jugend und Medien der GEW den Heinrich-Wolgast-Preis, den Aspekt der Vielfalt, Diversität fördert das Kimi-Siegel. Die Stadt Oldenburg und die Stadt Hameln haben Literaturpreise. Bei Hameln ist es der sogenannte Rattenfängerpreis, der sich besonders dem Genre oder den Genre Märchen und Sagen widmet.
Die silberne Feder wird vom Deutschen Ärztinnenbund vergeben und greift vor allen Dingen solche Texte auf, die etwas mit Krankheit oder Gesundheit zu tun haben. Und der Waiblinger Kiebitz, das ist einer, der jetzt auch sicher besonders aktuell wird im Kontext der 17 Nachhaltigkeitsziele, greift vor allen Dingen auch die Themen Natur- und Umweltschutz auf. Krankheit, Gesundheit bei der silbernen Feder gehört sicher auch dazu, gleichzeitig wie Vielfalt und Toleranz und Zivilcourage, die eben in diese Ausrichtung der Nachhaltigkeitspreise besonders fallen. Ja, dann hatte ich eben angekündigt, ich komme noch mal zu Gattungen, weil manche Dinge kann man gar nicht oft genug hören und vor allen Dingen, wenn man sie dann zusammenbringt mit konkreten Titeln aus dem jeweiligen Bereich, bleiben einfach solche Differenzierungen besser hängen. Sie kennen die drei großen Gattungen, die wir unterscheiden: Lyrik, Epik und Dramatik. Bei der Lyrik handelt es sich nicht immer nur um Gedichte, sondern auch um irgendwie besonders ästhetisch geformte Texte, früher auch Lieder natürlich, die gesungen wurden und in Reimform vorliegen. Aber wir haben auch Texte, die auf den ersten Blick gar nicht so dichtmäßig aussehen. Aber wenn wir uns die anschauen, ich halte das, jetzt muss ich mal gucken, hier mal kurz hoch, das können Sie wenig sehen, dann lese ich das einfach mal vor. Das Buch von Sarah Crossan, das wird heute noch mal auftauchen, und heißt Toffee. Und das beginnt mit: Sie heißt Marla. Sie heißt Marla. Und ich bin für sie Toffee, auch wenn meine Eltern mich Allison genannt haben. Genau genommen hat Mom den Namen ausgesucht. Für Dad war ich damals bloß ein brüllendes Bündel. Und wie ich heißen sollte, war ihm ganz egal. Er hatte Wichtigeres im Kopf. Jetzt schläft Marla im Zimmer nebenan, wo sich auf der Tapete Vergissmeinnicht hochrankt. Sie liegt auf dem Rücken und schnarcht, der Mund steht weit offen. Manchmal wacht sie nachts wimmernd auf, fuchtelt mit den Armen, fleht die Luft an, sie in Frieden zu lassen, doch bitte, bitte in Frieden zu lassen. Dann laufe ich zu ihr und streichle mit den Fingerspitzen über ihren Arm. Ich bin da, alles in Ordnung. Du hast bloß schlecht geträumt. Meistens hilft das. Dann sieht sie mich an, als wäre ich genau der Mensch, den sie erwartet hat, macht die Augen zu und driftet wieder weg. Die Matratze im Bett ist so weich, dass ich einsinke. Die Bettlaken sind vom vielen Waschen dünn wie Papier. Vom Fenster gibt es bloß Tüllgardinen statt Vorhänge. Von der Straße gleißt helles Licht herein. Das hier ist nicht mein Zuhause. Das hier ist nicht mein Zimmer. Das hier ist nicht mein Bett. Ich bin nicht, wer ich zu sein vorgebe. Marla ist nicht, wer sie zu sein glaubt. Ich bin ein junger Mensch, der vergessen will. Marla ist ein alter Mensch, der sich zu erinnern versucht. Manchmal bin ich traurig, manchmal ist sie wütend. Trotzdem, hier in diesem Haus bin ich so glücklich wie nie zuvor. Ich glaube, Sie hören schon, vor allen Dingen jetzt auch an der Art, wie ich das vorgelesen habe, dass dieser Text eben nicht so gesetzt ist wie normale epische Texte, normale Romane, sondern er ist eigentlich lyrisch gesetzt und er erhält auch eine besondere sprachliche Kraft durch diese lyrische Anordnung der Sätze. Er wird dadurch extrem dicht und es ist natürlich praktisch gesehen auch eine Lesehilfe, die uns dabei unterstützt, die Intensität des Textes auch zu verstehen und zu rezipieren. Auf das Buch komme ich gleich auch nochmal zurück. Sarah Crossan hat noch ein weiteres Buch geschrieben, was ganz ähnlich gesetzt ist und auch einen ähnlichen Duktus hat. Bei Toffee handelt es sich also um die Geschichte eines
Ja, misshandelten, armen, unglücklichen Teenagers, der von zu Hause flüchtet und im Haus einer dementen alten Frau landet, die nicht mehr weiß, wie alt sie ist. Und Toffi versteckt sich dort und die Marla hält sie für eine frühere Freundin. Und in dieser Lebenssituation mit dieser dementen Frau lernt Toffi diese Schmerzen ihrer Familie, ihrer Vergangenheit zu relativieren. Die Wunden können heilen. Und ja, der Untertitel dieses Buches heißt Wie glücklich sein von außen aussieht. Ein sehr bewegendes Buch, sehr gut geschrieben, leicht zu lesen. Eines, was sprachlich so gut gemacht ist, dass man es auch in zum Beispiel Sekundarschulen oder Berufskolleg meiner Ansicht nach gut einsetzen könnte. Ähnlich wie das Buch 1 von Sarah Crossan, was vor ein paar Jahren auf den Markt kam und das von der vom Leben zweier sogenannter siamesischer Zwillinge handelt, die aufgrund der gesundheitlichen Verschlechterung ihres Zustandes getrennt werden sollen. Und die Eltern können sich aber diese Operation alleine gar nicht leisten. Das Ganze spielt in New York. Und sie beschließen, die Töchter, um sowohl die Ausbildungskosten vorher, als diese Komplikation noch nicht eingetreten war, als auch dann diese Operation zu finanzieren, als Protagonisten quasi einer täglichen Berichterstattung, also man könnte sagen, einer Real-Life-Soap, auftreten zu lassen, wo dann durch die Einschaltquoten für sie eben entsprechende Honorare möglich sind, die das Leben dieser Kinder unterstützen sollen. Sehr viele Aspekte auch in dem Buch drin, die Medienwelt in Amerika, das Sozialsystem, aber vor allen Dingen natürlich die Situation dieser beiden Mädchen, die verbunden sind am Unterbauch und ja, deren Geschichte wirklich eine eindrucksvolle Tiefe hat. Ja, dann kommen wir zur nächsten Gattung, nämlich zur Epik. Die kennen Sie natürlich auch alle. Darunter versteht man Romanerzählungen, fiktionale Texte. Und das Wichtigste hier ist eigentlich die Erzählinstanz. Also wir haben irgendwie einen Erzähler, der in den Texten auch auftritt. Wir haben das auch in der Lyrik, da ist es aber dann etwas anders gestaltet. Der Unterschied von der Epik zur Dramatik ist eben einerseits genau der, dass die Dramatik eigentlich keinen Erzähler hat. Wir haben manchmal Ausnahmen im Brechtschen Theater, aber grundsätzlich ist der Erzähler nicht der komplette Vermittler dieser Geschichte. Bei der Dramatik haben wir die Texte außerdem eben in Dialogform vorliegen und ein richtiges Drama ist auch eigentlich für die Bühne konzipiert. Das heißt, man hatte nicht die Absicht, hier ein Buch zu schreiben, was die Leute nur lesen, sondern das ist so gedacht in der Entstehung, dass es als Schrifttext, für die Bühne konzipiert war. Die Kommunikation der Protagonisten steht im Vordergrund. Über ihre Dialoge wird die Handlung vorangebracht und nicht durch die Erzählungen einer Erzählfigur. Dann gibt es dazu natürlich sehr viele Mischformen. Die Texte von Sarah Crossan und Jason Reynolds, A Long Way Down, das ist auch ein Text in dieser Richtung. Handelt von einem Jungen in New York, der in ja quasi mafiöse Killerspiralen verwickelt ist. Wenn der eine Clan einen erschossen hat, dann muss auch der andere Clan zurückschießen und in dieser Spirale der Gewalt ringt er auf einer Fahrstuhlfahrt um das richtige Handeln. Und das ist auch eben so
lyrisch gesetzt, wie in Sarah Crossens Texten. Mischformen, weitere sind zum Beispiel Charles Lewinsky, ein ganz gewöhnlicher Jude. Das ist ein Text, der auch sehr spannend verfilmt worden ist, mit Ben Becker in der Hauptrolle. Eine sehr gute Audioversion liegt dazu ebenfalls vor. Und das Beeindruckende bei diesem Text ist, er ist zwar als Drama konzipiert, aber es kommt nur eine Person vor. Und es ist also ein Monolog, der als Drama inszeniert ist. Und solche Sachen sind ja nicht zufällig. Also da muss man sich überlegen, welche Absicht hatte jetzt der Autor, einen Text, den er auch als ja, inneren Monolog eher episch hätte schreiben können, den als Drama zu schreiben. Den hätte man trotzdem auf die Bühne bringen können. Aber was ist das Besondere daran? Also, das ist eine sehr spannende Überlegung, wo Sie auch gut Form und Inhalt miteinander in Beziehung setzen können und eigentlich etwas über Dramentheorie wissen müssen, um das zu interpretieren. Ebenfalls besonders sind Texte des österreichischen Autors Daniel Glattauer, Gut gegen Nordwind oder Alle sieben Wellen. In den Texten geht es um eine E-Mail-Kommunikation. Eine Frau möchte eine Zeitung kündigen und schreibt eine E-Mail und die E-Mail-Adresse hat sie irgendwie falsch eingegeben und die E-Mail landet also ähnlich wie eine Flaschenpost bei irgendjemandem und aus dieser Verwechslung entspringt oder entspinnt sich eine E-Mail-Kommunikation, eine Beziehung, schließlich eine Liebe und fast alles spielt sich aber ausschließlich in wechselnden E-Mails ab. Sehr spannend, kann man auch schön vergleichen, auch mit Texten wie Die Leiden des jungen Werther. Also auch etwas, was zum einen gut zu lesen ist, andererseits aber auch aufgrund dieser besonderen Form gute Grundlage ist, auch für Prüfungen zum Beispiel im Bereich BLS. Und Sie kennen wahrscheinlich auch noch weitere solcher Beispiele. Kommen wir nochmal zu dem Aspekt der verschiedenen Gattungen. Die wurden nämlich Anfang des 20. Jahrhunderts als so die Kindheitsforschung und Leseforschung überhaupt erst losgegangen ist mit der Reformpädagogik. Da hat man nämlich diese verschiedenen Gattungen oder Genre bestimmten Altersstufen zugewiesen. Das war die Leistung damals von Charlotte Bühler, dass sie überhaupt geschaut hat, was lesen denn Kinder und auch aus den Texten selbst Empfehlungen abgegeben hat. Und hier sind ihre Vorschläge. Also 2- bis 4-Jährige lesen sowas wie den Struwwelpeter, also quasi Kurztexte in Reimform mit moralischen Botschaften, auch bisschen lustig. 4- bis 7-Jährige werden dann eher moralisch auch erzogen durch Märchen. Im Alter von 7 bis 12 gibt es dann abenteuerlichere Geschichten bezogen auf hier Adaptionen des Robinson. Und 12- bis 15-Jährigen könnte man dann Balladen und Dramen als komplexere Gattungen schon zumuten. Und erst mit 15 bis 20 wäre man dann fähig, Lyrik und Romane wirklich zu rezipieren. Diese Unterteilung wurde auch im späten 20. Jahrhundert nochmal aufgegriffen von Susanne Engelmann. Aber diese Überlegungen können Sie sehen hier einen roten Balken gleich vergessen. Sie sollten nur wissen, dass das nicht so ist. Also, dass es heute nicht mehr State of the Art ist anzunehmen, man könnte
die Lektürepräferenzen bestimmten Genre oder Gattungen zuweisen, sondern es kommt halt immer darauf an, wie das gemacht ist. Aber natürlich können auch kleine Kinder schon Lyrik lesen oder man kann ihnen kleine oder man kann ihnen Romane vorlesen. Also wenn ich zum Beispiel an die Harry Potter-Geschichten denke, die könnte man ja, man kann natürlich sagen, das ist so ähnlich wie die Geschichte von Robinson, wobei bei Robinson es da auch sehr stark um immer auch eine moralische Erziehung ging, ne? Und das haben wir, glaube ich, bei sowas wie Harry Potter jetzt nicht. Also 7- bis 12-Jährige, ja, manchmal sogar 5- bis 7-Jährige können sehr wohl schon in Einzelfällen solche Geschichten wie Harry Potter verstehen. Die fangen nicht erst als junge Erwachsene an, sich damit zu beschäftigen. Ja, also das, wie gesagt, sollten Sie im Kopf haben, dass man das nicht mehr heute bestimmten Altersstufen zuordnet. Ich möchte Ihnen einen frühen Didaktiker vorstellen, Johann Amos Comenius, der diesen Gedanken der Zielgruppenliteratur auch schon im Hinblick auf den Unterricht angedacht hat. Und in diesem Sinne verstehe ich ihn wirklich vorbildmäßig als einen der ersten Didaktiker überhaupt. Denn er hat in seinem Orbis Literarium Pictus ein Hilfsmittel für die Schulen entwickelt, indem er versucht hat, etwas zu tun, was man Sammlung enzyklopädischen Wissens nennen könnte, oder aber ein bisschen salopp ausgedrückt, der wollte das, was wir heute im Internet haben, eigentlich als Buch oder als Setzkasten sammeln, nämlich Begriffe der ganzen Welt und Sprache sammeln. Und das in den drei Formen. Er nennt das Bildungen, Benamungen und Beschreibungen, wobei mit Bildungen eben nicht Bildung gemeint ist, sondern Bilderabbildungen. Benamungen heißt Benennungen, dahinter stehen die Begriffe. Und Beschreibungen ist die Ausführung dieser Begriffe, also Erklärungen dazu. Und so hat er versucht, wirklich ganz viele Lebensbereiche von Religion, Kosmos, Landschaft, Haushalt, Spiel, Garten, diese ganzen Bereiche mit abzubilden und an Kinder zu vermitteln. Und dies nicht nur in der lateinischen Sprache, die bis dahin gängig war zur Bildung, sondern eben auch in der Volkssprache. Er hat zweisprachige Bücher herausgegeben, die die entsprechenden Kinder auch in ihrer Landessprache unterrichten sollten und damit natürlich Bildung auch zugänglich gemacht haben für einfachere Bevölkerungsgruppen. Und das Besondere war, dass er hier einen Gedanken hatte, den wir heute auch wieder aufgreifen. Den hat dann nach ihm auch noch Pestalozzi aufgegriffen. Aber den haben wir heute auch bei der Barrierefreiheit und Inklusion im Universal Design mitgedacht. Denn er schreibt, alles soll, wo immer möglich, den Sinnen vorgeführt werden. Was sichtbar, dem Gesicht, was hörbar, dem Gehör, was riechbar, dem Geruch, was schmeckbar, dem Geschmack, was fühlbar, dem Tastsinn. Und wenn etwas durch verschiedene Sinne aufgenommen werden kann, soll es den verschiedenen zugleich vorgesetzt werden. Und weil die Sinne die treuesten Sachverwalter des Gedächtnisses sind, so wird diese Veranschaulichung der Dinge bewirken, dass jeder das, was er weiß, auch behält. Also er hat hier wirklich schon Aneignungsprozesse adressiert und die durch möglichst viele Sinneseindrücke und mit der Option, dass sich jede Person eben diese Sinneseindrücke heraussuchen kann, die er oder sie am leichtesten zugänglich findet. Und in diesem Sinne hat er auch in seiner Didaktik eine Komplexitätssteigerung drin. Wenn er von Bildungen, Benamungen und Beschreibungen ausgeht, dann lernt man zunächst die Idee über ein Bild, dann wird sie mit einem Begriff bezeichnet
Und erst wenn der Begriff dann auch expliziert werden kann und man genau weiß, was hat man denn sich vorzustellen unter einem bestimmten Begriff, dann kann man sagen, man hat sich eine Sache angeeignet, man hat sie irgendwie verstanden. Solange man nur einen Gegenstand sieht, kann man ihn noch gar nicht wirklich richtig einordnen. Also nehmen Sie beispielsweise Kinder, die am Anfang in ihrem Spielzeug einen Ball sehen. Und der Ball heißt auch Ball, weil er damit für Kinder leicht beschreibbar ist. Wenn die Kinder einen ähnlichen runden Gegenstand kennenlernen, der Apfel heißt, dann ist das für Kinder am Anfang ein Ball, weil sie den Ball leicht aussprechen können, den Ball in der Form kennengelernt haben und von dieser kennengelernten Form den Analogieschluss auf den Apfel ziehen und sagen, das ist auch ein Ball. Und sie müssen erst im Rahmen der Akkommodation lernen, dass es für diesen Ball einen anderen Namen gibt als Ball. Es ist nämlich ein Apfel und der hat auch andere Eigenschaften. Das kommt dann eben in den Beschreibungen. Ja, lesen, und das hat jetzt auch wieder etwas mit unserer Zielgruppenliteratur zu tun, erfordert unterschiedliche Verstehensprozesse. Wir haben zunächst mal hier unten die Worterkennung, die syntaktische Satzerkennung, den kohärenten Aufbau in der Grammatik, den wir zu den hierarchieniedrigen Leseprozessen zählen. Die gelten natürlich nicht nur, diese Leseprozesse gelten natürlich nicht nur im Kontext des eigenen Rezipierens von geschriebenem Text, sondern gelten genau genommen eben auch für die Sprachentwicklung. Ich muss erstmal in der Lage sein, ein Wort überhaupt als Wort zu erkennen, auch wenn ich es nur höre. Dann muss ich erkennen, welche Funktion hat es denn im Satz und werde sukzessive auch fähig, diese Sätze selber korrekt zu bilden. Das ist das formale Wissen. Bei den Hierarchie höheren Leseprozessen geht es dann eher darum, dass man auch ästhetisches Wissen, zum Beispiel zu Bildlichkeiten, rhetorischen Absichten, unterschiedlichen Genres einbringen kann und zur Textinterpretation nutzen kann und auch Schlüsse aus dem Text heraus anführen kann. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer, Sie haben einen Text, in dem drin steht, die Pharaonen wurden in den Pyramiden bestattet. Aber wenn ich nicht weiß, wer die Pharaonen sind und wo die Pyramiden stehen, dann habe ich eigentlich nichts verstanden. Also ich muss auf anderes Wissen, was möglicherweise in dem Text gar nicht mehr expliziert worden ist, verweisen können, um ein Verständnis überhaupt herzustellen. Das brauche ich bei hierarchiehöheren Leseprozessen. Das heißt, ganz wichtig für das Verständnis von Texten ist Sprache erlernen, Symbolisierung verstehen, aber auf jeden Fall möglichst viel Weltwissen zu erwerben. Denn das Weltwissen, was ich habe, brauche ich, um die Symbolisierungen in der Sprache damit zu vernetzen. Wenn ich nicht weiß, was ein Begriff heißt, dann nützt es mir auch nichts, dass ich das Wort dieses Begriffes irgendwie aussprechen kann, sondern das dahinterliegende Weltwissen zu vernetzen, das ist das Wichtige. Kleiner Exkurs. Das ist auch wichtig, wenn wir uns heute bei manchen Dingen gerne auf KI verlassen. Wenn wir das, was die KI schreibt, selber nicht uns angeeignet haben, selber nicht nachvollzogen und erschlossen haben, dann bringt uns das nichts, eine gute Arbeit abzugeben, weil wir dann das Wissen nicht haben. Und das Scheitern, was sich möglicherweise einstellt, wenn man eben zu lange in solchen Kontexten immer nur gearbeitet hat, das stellt sich dann später ein und das ist fatal, weil einem dann einfach die Wissensressourcen fehlen,
die man braucht, um Sprache in Situationen überhaupt angemessen zu verstehen und zu verlinken. Denn sind ja quasi selber kein Roboter, sondern sie brauchen immer auch ihr eigenes Urteilsvermögen. Und das funktioniert nur, wenn sie das Wissen selber haben. Jetzt sind wir bei dem zweiten Punkt. Also wir haben jetzt den Punkt, was ist überhaupt Kinder- und Jugendliteratur? Ziemlich abgearbeitet und kommen jetzt zum Handlungs- und Symbolsystem der Kinder- und Jugendliteratur, was natürlich noch zur Kinder- und Jugendliteratur auch gehört. Kurz gesagt bedeutet das Symbolsystem die Geschichte. Die Geschichte hat aber immer einen Kontext. Sie ist von irgendjemandem in irgendeiner Zeit produziert worden und sie wird, nachdem sie geschrieben worden ist, dann in irgendeiner Form distribuiert, also gedruckt. Da ist es wichtig, in was für einem Verlag findet das statt. Aber natürlich auch ganz konkret, wie findet es statt, in welcher Schriftart, in welchem Publikationsorgan, sind es Bücher, sind es Zeitungen, sind es Fortsetzungsromane, wie groß ist der Leserkreis, der so erreicht wird? Wird es heute digital veröffentlicht? Hat es einen Lektor, eine Lektorin oder ist es eine Eigenpublikation? Das sind alles Aspekte, die um den Begriff der Distribution im Handlungssystem sich wiederfinden. Und dann natürlich die ganz konkrete Rezeption, sich anzuschauen, wer liest denn überhaupt was, mit welchem Interesse und in welcher Bewertung. Das Produkt untersuchen wir also in Analysen zum Symbolsystem. Da schauen wir wirklich, wie ist die Geschichte zu verstehen. Da betrachten wir unter Umständen auch Aspekte des Handlungssystems, aber zunächst geht es uns mal um das, was in dieser Fiktion jetzt hier meistens gestaltet wird. Beim Handlungssystem ist eben vor allen Dingen der Bereich außenrum wichtig. Und ich erkläre das deswegen auch so, um Ihnen mögliche Betrachtungsperspektiven für Literaturanalysen mitzuteilen. Häufig, ist man geneigt, lediglich auf das Produkt zu schauen. Aber gerade in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist es sehr, sehr spannend, eben auch die Rezeption zu untersuchen. Und so sind viele Arbeiten, die jetzt hier in unserem Kontext geschrieben werden, solche, die sich verstärkt mit diesen Bedingungen der tatsächlichen Rezeption, dem tatsächlichen Leseeindruck beschäftigen. Dass eben kleine Studien gemacht werden zum Verständnis von Texten, zur Bewertung von Texten, also kleine sogenannte Rezeptionsstudien in der Klasse. Und das ist eigentlich etwas, was Sie als Lehrkräfte, brauchen, weil Sie ja immer die Absicht haben zu verstehen, was Ihre Schülerinnen und Schüler verstehen. Insofern sollte diese Perspektive vom Produkt auf die Rezipierenden immer auch mit eine Rolle spielen. Und das Verständnis eines Produkts hängt nach meinem Verständnis von Literatur immer auch damit zusammen, wann und wo Literatur von wem entstanden ist. Also diesen Kontext, der in irgendeiner Form sich in den Texten niederschlägt, gilt es meines Erachtens auch immer mit zu betrachten. Was nicht bedeuten muss, dass man in der Zeit, in der man dann den Text rezipiert, den genauso liest. Aber man kann ihn eben verstehen aus dieser Zeit und kommt dann möglicherweise auch zu nachsichtigeren Beurteilungen über Texte, als wenn man diesen Entstehungskontext und die in der jeweiligen Zeit vorherrschende Ideologie, den Zeitgeist völlig außer Acht lässt. Hier haben wir das Ganze noch mal ein bisschen spezifischer aufgelistet. Da können Sie sich auch dran orientieren, wenn Sie beispielsweise für eine Arbeit, für eine Bachelor- oder Masterarbeit eine Idee suchen, was Sie mit Literatur machen können. Und
Wobei Literatur oder Text jetzt hier vor dem Hintergrund des erweiterten Textbegriffes zu verstehen ist. Also selbstverständlich gilt das auch für mediale Produkte, Filme, Hörspiele, Computerspiele und so weiter. Nochmal kurz zusammengefasst, Symbolsystem. Welche Merkmale hat der Text aus literaturwissenschaftlicher Sicht? Also das ist mehr oder minder eine Erzähltextanalyse, eine werkimmanente Betrachtung, wohingegen wir bei der Betrachtung und Einbeziehung des Handlungssystems auch die Kontexte der Entstehung oder der Autorbiografie oder auch der Vermarktung im Medienverbund mit zu berücksichtigen haben und natürlich in der didaktischen Perspektive die Passung zu unserer Zielgruppe in der Schule und diese Passung dann zum einen am Text vorhersagen können, zum anderen aber evaluieren können durch kleine Rezeptionsstudien mit den Schülerinnen und Schülern selbst. Kinder- und Jugendliteratur, auch wenn es da einen großen Streit gab in der Diskussion um Heinrich Wolgast, Schmutz- und Schundliteratur, hat einfach aufgrund der Tatsache, dass wir hier Menschen ansprechen, die kognitiv, emotional, sozial, intellektuell noch nicht ausgewachsen sind, noch heranreifen müssen, immer auch eine Sozialisationsliteratur. Natürlich geht es darum, das Gute, Wahre und Schöne zu vermitteln, aber es geht in erster Linie mal darum, die Kinder in der entsprechenden Altersgruppe mit Texten überhaupt anzusprechen und zu erreichen. Und dafür müssen sich die Texte an die Möglichkeiten der Kinder anpassen. Natürlich passen sich die Kinder auch den Texten an, weil sie immer, wie Vygotsky das mal ausgedrückt hat, idealerweise mit der Stufe der nächsten Entwicklung fördern sollen. Also es muss etwas drin sein, was sie schon haben, und dann sollen sie aber irgendwas vorgeben, was die Kinder lernen können und was sie noch nicht haben. Aber es muss anschlussfähig sein. Und wenn Sie jetzt, was weiß ich, einem Dreijährigen ein wissenschaftliches Buch geben, dann kann der damit nichts, kann es damit nichts anfangen. Die Begriffe, die für diese Anpassung der Lernprozesse in Umlauf sind, sind drei. Die bekanntesten, die Sie aus der Pädagogik kennen, sind Assimilation und Akkommodation. Die Assimilation ist, das Fremde wird subsumiert, also man knüpft an Bekanntes an. Also das Kind kennt nur den Ball und dann ist ein Apfel ein Ball. Und die Akkommodation ist dann gegeben, wenn das Kind seine kognitive Struktur erweitert und neu lernt. Also wenn es zu jedem Tier, was ein Geräusch macht, Wauwau sagt, und dann lernt, dass eine Kuh eben eine Kuh ist, die Mukuh genannt werden könnte, dann ist das ein akkommodativer Prozess. Und das Kind sollte also in einem Text Anknüpfungsmöglichkeiten und Herausforderungen erhalten. Jetzt, wenn wir auf Kinder- und Jugendliteratur schauen, dann können wir aus meiner Perspektive mit diesen Begriffen noch nicht viel anfangen, weil das eigentlich Perspektiven vom Kind aus sind. Also was kann das Kind verstehen? Wir haben aber nur einen Text vorliegen. Das heißt, wir können nur Texte analysieren. Und deswegen verwende ich in der Analyse für Kinder- und Jugendliteratur den Terminus der Adaption von Carsten Gansel, der mit Adaption alle Handlungen, Methoden und Formen bezeichnet, einen Text so zu gestalten, zu verändern, zu bewerben, anzupreisen, zu bewerten, auszuwählen, dass er den kognitiv-psychischen Dispositionen, den Bedürfnissen, dem Erwartungshorizont des anvisierten Adressatenkreises entspricht. Da fehlt ein T. Also, hier können wir schauen, wo zeigt der Text Merkmale, die geeignet sind, ihn verständlich zu machen für die und die und die Altersgruppe. Natürlich haben wir da auch eine Normvorstellung von einer Gruppe oder auch einem Individualleser, aber die versuchen wir jetzt am Text
zu verifizieren und nicht am Kind, denn das haben wir ja in der konkreten Situation als Analysierende gar nicht vor uns. Also wir arbeiten hier mit dem Begriff der Adaption und wir gucken jetzt gleich, nach welchen unterschiedlichen Kriterien Carsten Gansel diese Adaption, diese Anpassung unterteilt. Hatte ich schon darauf hingewiesen, KJL immer Sozialisationsliteratur, weil die Zielgruppe diese Entwicklungsaufgaben vor sich hat und Orientierung sucht. Und wir jetzt schauen, wie ist die jeweilige Geschichte und ihre Gestaltung, also das Symbolsystem, an den kindlichen, jugendlichen Lesenden angepasst. Und das macht Carsten Gansel in einer, also das ist eine normale literaturwissenschaftliche Analyse, aber sie strukturiert das Ganze vor in sechs Kategorien. Zunächst betrachtet er den Stoff. Da geht es zum Beispiel um solche groben Genrezuweisungen. Ist das jetzt ein Ferienabenteuer, ein Krimi? Geht es um Liebe, fantastische Welten, Tiere? Bei der thematischen Adaption, die ist spezifischer, die ist sozusagen unterhalb des Stoffes anzusiedeln. Da geht es um das eigentliche Thema, das Problem der Geschichte. Beispiel, wir haben zum Beispiel mit den Vorstadtkrokodilen eine Abenteuergeschichte mit bisschen Krimi, Freundschaftsgeschichte, Bandengeschichte, aber das ist gar nicht das eigentliche Thema, um das es geht, sondern das eigentliche Thema der Vorstadtkrokodile ist die damals noch als Integration zu bezeichnende Beteiligung eines behinderten Jungen an dem Leben und dem Spielen einer Kinderbande. Ja, das muss man also unterscheiden, diesen Stoff und das jeweilige Thema, was über den Stoff dann verstärkt behandelt wird. Die Entscheidung über den Erzähler, die Handlungsstruktur, also die Aufbereitung des Stoffes ganz konkret, würde dann unter den Aspekt der formalen Adaption fallen. Dazu gehört dann auch die tiefergehende sprachlich-stilistische Betrachtung. Also, welche Wortwahl finden wir hier? Ist die Syntax sehr komplex? Wie lang sind die Sätze? Haben wir Fremdwörter drin? Sind in der Struktur Zeitsprünge festzustellen? Analepsen, Prolepsen? Haben wir unterschiedliche Perspektiven? Wie komplex ist der Text? Das untersuchen wir im Hinblick auf die sprachlich-stilistische Anpassung. Und dann haben wir noch die mediale Adaption. Da gucken wir quasi die Machart an, angefangen bei der schon noch mal bei der Gattung, dem Genre und dem Medium. Ist es jetzt ein Buch oder ist es ein Film, ein Hörspiel? Aber dann auch das Arrangement in diesen Medien, also Schriftgröße, die Bilder. Ist es ein illustrierter Text? Wie ist er gesetzt? Haben wir eine Serifenschrift? Das gehört alles zur medialen Adaption. Der letzte Punkt, ich habe jetzt, Sie sehen, etwas getauscht in der Reihenfolge, ist die Axiologie. Da geht es darum, wie wird der Text im Hinblick auf seine Botschaft für die Kinder gestaltet? Was will der Text von den Kindern? Was will er ihnen beibringen? Welche Position hat der Erzähler? Was lässt er erkennen von dem Erziehungsgehalt, von dem Orientierungsgehalt, den er oder sie geben will. Da kommen Leitbilder der Erwachsenengesellschaft meistens vor. Wir haben aber auch Texte, die scheinen sehr die kindliche Moral in den Vordergrund zu setzen. Kurz bei der Axiologie betrachten wir die Wertinstanz im Text, die Wertungsinstanz. Ich habe das jetzt mal an Toffi durchdekliniert. Im Hinblick auf die stoffliche Adaption haben wir in gewisser Weise eine Alltagsgeschichte, die mit dem Erwachsenwerden auch zu tun hat. Es geht um die Ablösung des Mädchens von ihren ja, sie misshandelnden Elternhaus, vor allen Dingen Vater.
Also irgendwie sowas wie Coming of Age spielt hier eine Rolle, aber es ist auch eine besondere Freundschaftsgeschichte zwischen ihr und Maler. Das haben sie in dem ersten kleinen Kapitel schon mitgekriegt. Beim Thema, was hier behandelt wird, geht es um Armut, um häusliche Gewalt, natürlich um Adoleszenz und die Aufgaben in der Adoleszenz, aber auch um den Umgang mit Demenz, in den Familien, den Problemen, die diese Krankheit auch für familiale Verantwortung und Verpflichtung, bereitet. Wir haben im Hinblick auf die sprachlich-stilistische Adaption auch wieder eine lyrische Sprache. Und in der Form eine Ich-Erzählerin, die Teil der Handlung ist und in Rückblenden, in unterschiedlichen Zeitfenstern sozusagen, ihre Entwicklung schildert. Das Ganze ist als Softcover Paperback A5 mit Umschlaganmutung, gestaltet, sodass wir den Umschlag auch als Lesezeichen nutzen können. Wir haben keine Illustration, nur das Cover ist relativ puristisch mit einer Figur im roten Pulli rücklings am Meer stehend, zu uns rücklings gezeichnet. Die Zeichnung des Meeres hier, das ist so ein bisschen gebracht. Also wir haben hier so Applikationen auf dem Buch. Das ist nicht nur gedruckt, sondern man fühlt das richtig wie bei so einem Fühlbuch. Und in der Axiologie können wir sagen, wir haben eine Auseinandersetzung mit dem gesamten Wertspektrum. Also sowohl egoistische Werte als auch familiale Werte als auch universelle Werte werden hier in diesem Text betrachtet. Wir kommen dann abschließend, wenn wir das analysiert haben, auch in den Arbeiten zu einem Fazit und Sie entscheiden, für welche Lesenden scheint das Buch geeignet. Passt es zu dem Lesealter? Gibt es unter Umständen Milieueinschränkungen, Kompetenzeinschränkungen? Und da können wir hier sagen, das ist wirklich so geschrieben, dass es, glaube ich, für alle Bevölkerungsgruppen lesbar ist, auch wenn man Deutsch nicht als erste Sprache gelernt hat, ist das Buch so im Prinzip textarm, dass man diese Textteile auch gut übersetzen, mit Hilfe verstehen kann. Und natürlich geht es am Ende auch um die allgemeine Bewertung der künstlerischen und literarischen und sozialisatorischen Aspekte. Noch ein paar kleine Termini, auf die Sie selber auch rekurrieren sollten bei der Erzähltextanalyse. In der formalen Adaption sollten Sie nochmal auf solche Erzählermodelle von Genette oder Stanzel zurückkommen, also Ich-Erzähler, autorialer Erzähler, personaler Erzähler wäre das bei Stanzel oder bei Genette, homodiegetisch, heterodiegetisch, autodiegetisch und sowas. Dann sollten Sie immer beachten beim Schreiben, dass der Autor, die Autorin nicht identisch ist mit dem Erzähler. Und wir in der Formulierung eines impliziten Autors auf die Axiologie anspielen, also den impliziten Autor als das Wertungszentrum des Textes verstehen. Durch das Herausfinden des impliziten Autors erkennt der Leser, wo dieser in der Welt der Werte steht. Das heißt, er weiß, wo ihn auch der Autor stehen sehen will. Ja, also der Autor gibt im Erzähler Hinweise darauf, was die Moral seines Textes ist. Also keine Identität zwischen Autor und Erzähler, aber meistens eine erkennbare, manchmal auch literarisch verschleierte und umgekehrt abgebildete Perspektive. Aber niemand meint etwas und gestaltet im Text etwas, was diesem Gedanken der Vermittlung total widerspricht. Und wenn es total widerspricht, dann in ironischer Absicht. Ja, also es gibt schon eine bestimmte Beziehung zwischen Autor und Erzähler, aber Erzähler ist quasi eine literarische Instanz im Text und der Autor ist es nicht, es ist eine reale Person. Und der implizite Autor verbindet diese beiden Termini miteinander.
Es gibt auch den impliziten Leser. Das ist der in den Text hineingeschriebene Leser, der manchmal auch vom Erzähler direkt adressiert wird. Und damit wird eine Art Vermittlungssituation der Geschichte inszeniert. Also wir haben dann quasi den Plot und dann aber in der Geschichte nochmal einen Dialog zwischen dem Erzähler und dem Lesenden außerhalb des Textes. Wir haben das beispielsweise bei Michel aus Lönneberger. Da haben wir am Anfang die Schilderung, dass die Mutter all die Missetaten von Michel in ihr blaues Schulheft schreibt. Und dann sagt der Erzähler, das sieht jetzt so vielleicht aus, als ob der Michel ein ganz böses Kind war und aus dem hinterher gar nichts geworden ist, sondern der so böse war, dass er nur scheitern konnte. Das ist aber weit gefehlt, denn Michel wurde ein ganz guter. Und er wurde sogar Gemeinderatspräsident. Und jetzt kommt die implizite Leseransprache. Du weißt vielleicht nicht, was das ist, ein Gemeinderatspräsident, aber es ist etwas sehr Feines und Michel wurde es, als er groß war. Da haben wir auch in dieser Ansprache des impliziten Lesers einen ganz klaren Hinweis auf die intendierte Zielgruppe, denn es ist eine Zielgruppe, die noch nicht weiß, was ein Gemeinderatspräsident ist. Und da fehlt nicht nur der Begriff, sondern da fehlt der politische Zusammenhang, Gemeinderatspräsident zu verstehen, denn der implizite Lesende bekommt hier nur die Information der Bewertung, nämlich es ist etwas sehr Feines und Michel wurde es, und das ist das Entscheidende, was der wirklich zu tun hat, das ist in der Situation komplett irrelevant. Ja, und mit so einem Hinweis können wir eben darauf schließen, dass das Kinder sind, die noch in einem Verständnis sind, was keine differenzierte Wahrnehmung politischer Institutionen zum Beispiel wahrscheinlich macht. Klammer auf. Wobei wir heute wissen, dass sogar Vorschulkinder schon ein rudimentäres Verständnis von den Aufgaben, zum Beispiel vom Bürgermeister, der dem Gemeinderatspräsident in irgendeiner Form ja ähnlich ist, besitzen, aber dass sie auch nicht viel über diesen Zustand, also zu sagen, der ist so der Chef in der Gemeinde oder so, hinauskommen. Ja, also das ist Kindergartenalter. Das heißt, Michel kann gelesen werden von Kindern zwischen 3 und 6, 7. Ne? Danach geht das los, dass man das ein bisschen besser weiß. So, jetzt kommen wir noch kurz auf die Argumentationsstufen. Ich habe dir eben gesagt, bei Toffi haben wir alle Werte eigentlich angesprochen, ohne dass ich die Zuweisung der Argumentationsstufen von Lawrence Kohlberg auf bestimmte Altersgruppen übernehmen würde, wie er das in seinen Untersuchungen noch anfangs proklamiert habe, scheint mir doch seine Differenzierung in die verschiedenen Stufen grundsätzlich als analytisches Instrument sehr hilfreich zu sein. Wir haben grundsätzlich drei große Stufen bei Kohlberg, kennen Sie vielleicht aus der Erziehungswissenschaft. Wenn wir an der Gruppenmoral, also an unserer Familie, an unserer Klasse orientiert sind oder uns in unserer Gruppe nicht an den Interessen der Klassenkameraden orientieren, sondern an dem, was Recht und Gesetz ist, dann befinden wir uns auf dem konventionellen Niveau und unterstützen eine oder leben eine konventionelle Moral. Dass das nicht das Gleiche ist, Stufe 3 und Stufe 4, können wir uns vor Augen führen, wenn wir zum Beispiel daran denken, dass sie in der Klasse ihren Sitznachbarn, obwohl es die Regel gibt, dass man die nicht abschreiben lassen darf, trotzdem spicken lassen, weil ihnen die Gemeinschaft und die Anerkennung und das, ne, innerhalb der Gruppe, weil es ja ein Kumpel ist, wichtiger ist als die Regel des Lehrers. Da haben wir abschreiben lassen auf Stufe 3, der Lehrer sanktioniert auf Stufe 4. Wenn jemand nur an seinem Vorteil orientiert ist,
Und dann sich entscheidet, nur abzuwägen, wer ist der Stärkere, dann handelt er egoistisch und nach präkonventioneller Moral. Und wenn er allen in Kategorien des wie du mir, so ich dir, tit for tat denken kann, dann ist er auf der strategischen Moralstufe 2, die aber immer noch quasi egoistisch geprägt ist und nicht die Interessen der Gruppe als mindestens gleichberechtigt ansieht. Stufe 5 und 6 zeichnen sich dann dadurch aus, dass eigentlich die individuelle Perspektive, der individuelle Vorteil, immer weiter in den Hintergrund rückt. Das ist schon bei Recht und Gesetz so, aber bei Stufe 5 haben wir dann eine Orientierung am größten Glück der größten Zahl, unabhängig davon, ob es ein Gesetz dazu gibt. Man kann damit also auch quasi den Tyrannenmord rechtfertigen. Ja, also das Attentat von Stauffenberg auf Hitler wäre etwas gewesen auf Stufe 5, um den Tyrannen zu beseitigen, bricht man das damals geltende Recht, was sowieso den universellen Prinzipien, Pflichtethik und so weiter gar nicht entsprochen hätte, aber sieht sich sozusagen dazu berechtigt, das zu tun, um das größte Glück der größten Zahl zu erreichen, auch um den Preis, dass man das Leben dieses einen Menschen dann beendet. Stufe 6, universelle Prinzipien. Da geht es wirklich um, Sie können sich einfach Menschenwürde als den großen Wert im Hintergrund merken, der hier angesprochen wird. Okay, Analyse Kinder- und Jugendliteratur. Da kommen wir jetzt hin. Sie fragen eben nach den verschiedenen Instanzen, Produzent, Distribuent, Produktrezeption und kommen jetzt zu der Frage der wissenschaftlichen Arbeit und wie finden Sie ein Thema? Da haben Sie unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder Sie gehen von einem Buch, einem Text in irgendeiner Form aus, der Sie besonders interessiert, oder ein Dispositiv, also eine bestimmte Orientierung, ein bestimmtes Verhältnis, zum Beispiel Gender und Macht, das Sie analysieren möchten. Es können aber auch simplere Stoffe, Themen, Motive sein, Umgang mit Geschichte, Diversität, Angst, Behinderung, Migration. Und dazu könnten Sie dann die verschiedenen Stufen der Gesellschaft, Mikro-, Meso-, Makrostufe, auch noch berücksichtigen. Da kommen wir gleich noch drauf. Sie können sich an einem bestimmten Genre orientieren, also nicht nur ein Buch nehmen, sondern grundsätzlich den Animationsfilm oder was zu Horror oder so weiter machen. Sie sehen gleich da unten drunter, bei mir bitte kein Werk, das älter ist als 5 Jahre. Also bei mir fallen Märchen und Sagen eigentlich raus aus dem Kanon. Dazu ist so viel geschrieben, das dürfen Sie auch gerne rezipieren. Aber wenn Sie irgendwann mal eine Arbeit schreiben sollten in KJL, dann bitte über was Aktuelles. Denn das wird vermutlich die einzige Möglichkeit sein, dass Sie Texte kennenlernen, die aktueller sind und nicht aus Ihrer eigenen Lesebiografie und schulischen Sozialisation entstammen. Und für die Schulen muss sich was ändern. Die müssen auch aktuelle Literatur lesen. Deswegen sollen Sie die hier auch nutzen. Dann Perspektive auf Kinder- und Jugendliteratur und Film. Und deswegen habe ich Ihnen dieses Handlungssystem ebenso ans Herz gelegt, wo Sie die Produktionsbedingungen, die Rezeption, die Instanzen der Kritik, die Bildungspläne, aber auch die mediale Gestaltung oder den medienkonvergenten Markt mit in den Blick nehmen können. Interessant in Texten zu untersuchen ist, welche Aspekte der Handlung spielen auf welcher dieser Ebenen. Gerade in den Büchern, die ich jetzt hier eben angesprochen habe von der Sarah Crossan, vor allen Dingen eins, also das Buch eins mit den beiden Kindern, beiden Mädchen, die als sogenannte siamesische Zwillinge geboren wurden, ist die Unterscheidung in Mikro-, Meso-, Makroebene hochspannend. Zu gucken, wie bewerten die unterschiedlichen Personen, aber auch Institutionen oder Instanzen der Makroebene bestimmte Probleme und daraus dann Interpretationen zu ziehen. Das ist
eine recht ergiebige Sache. Wichtig ist, dass Sie unterscheiden zwischen dem Thema und der Forschungsfrage. Jede Arbeit braucht eine Forschungsfrage. Und natürlich braucht auch jede Arbeit ein Thema, aber das ist nicht identisch. Eine Forschungsfrage ist grammatisch immer eine Frage. Und die wird dann auch in verschiedener Form noch unterdifferenziert und bestimmt dann, wie Sie an eine Arbeit überhaupt herangehen. Aber das Thema könnte zum Beispiel hier sein, vom Reichtum des Glücks der anderen zur Gestaltung der sozialen Perspektive in Sarah Crossans Jugendbuch Toffee. Und die dazu nötige Forschungsfrage ist, wie gestaltet die Autorin die Suche Toffees nach dem Glück? Wie verbindet sie die Erzählebenen? Welche Handlungsträger spielen eine Rolle? Wo wird Empathie erzählt? Denn das ist der eigentliche Punkt, aber dazu brauche ich diese Voruntersuchung quasi. Oder bei Dry, einem Umweltkrimi, was Jugendliche von Umweltbüchern halten, eine Untersuchung der Äußerungen in Foren von Kaufplattformen. Da schaut man also auf die Rezeption. Eben waren wir im Symbolsystem, jetzt sind wir im Handlungssystem und die Forschungsfrage könnte dann lauten, wie rezensieren jugendliche Lesenden, die exemplarischen Bücher zum Thema Umwelt? Wie bewerten Sie die dort geschilderte Problemlage? Wie bewerten Sie die literarische Gestaltung? Betonen Sie Infogehalt oder Gefühle in Ihrer Bewertung? Dann kommen wir zum Aufbau der wissenschaftlichen Arbeit. Hier geht es darum, auf der Basis Ihrer Forschungsfrage zu überlegen, welche Teile müssen drin sein. Sie haben als erstes die Einleitung, da greifen Sie die Forschungsfrage, die Methoden, die dann nötig sind, also quasi den gesamten Aufbau der Arbeit noch einmal auf. Das Theoriekapitel würde sich dann erstmal mit Umweltromanen und der Rezeptionsforschung beschäftigen. Das sind also zwei Aspekte, wo man eben zu den Lesenden was sagen muss und aber auch zum Genre der Umweltromane. Dann würde man die Adaption des Buches in Form einer Erzählanalyse untersuchen mit den sechs Kategorien, die ich eben vorgestellt habe. Und dann aber auch noch mit einer separaten Methode, die fokussiert, die Aspekte der Fragestellung in den Blick nimmt, herangehen. Hier in dem Fall vielleicht mit einer Inhaltsanalyse nach Meyring. Da müsste man dann erst überlegen, wie groß mache ich mein Sample, also welche Plattform nehme ich, wie viel wähle ich aus, nach welchen Prinzipien wähle ich die aus. Und dann eben die Untersuchung durchführen mit bestimmten Kriterien und die Darstellung und Auswertung der Ergebnisse vorstellen und im Kontext der Forschung zu Krimis beispielsweise diskutieren. Abschließend kommt ein Fazit, Literaturverzeichnis, Abbildungsverzeichnis und Eigenständigkeitserklärung. Das ist das Ganze noch mal ein bisschen allgemeiner formuliert, aber im Prinzip das Gleiche, so dass Sie sehen, Sie haben nach der Einleitung, die nur einen kleinen Teil umfasst, also bei einer Hausarbeit hier etwa 1 bis 1,5 Seiten, dann einem Thema, das das Problem des Textes in den Blick nimmt, und zwar sowohl in der literarischen Form als auch in dem Inhalt. Also Sie sollten dann zum Beispiel was über Krimis schreiben und etwas über Umweltkrimis, das heißt, Krimi ist da drin, und dann aber auch über die Rezeptionsstudie. Und den Bezug zur Lektüre dann schließlich herstellen nach der Adaption des Textbeispiels. Da gehen Sie dann auf Methode, Beschreibung der Kategorisierung der Antworten näher ein und fassen dann die Ergebnisse hinterher zusammen. Sie müssen sich bei den Methoden dann überlegen, wie Sie vorgehen, qualitativ oder quantitativ. Ich sage mal, Sie gehen alle qualitativ vor, auch wenn Sie solche Samples hier untersuchen. Die sind so klein, die sind nie repräsentativ. Dann ist das, was Sie hier machen, auch im Rahmen von Bachelor- und Masterarbeiten, das kann zwar empirisch sein, es ist aber nicht quantitativ,
sondern hier in der Literaturdidaktik arbeiten sie immer qualitativ, aber eventuell auch qualitativ empirisch. Ja, Sie können das Ganze mit der Inhaltsanalyse nach Meyring händisch machen oder mit einer Software, zum Beispiel Max QDA. Da geht das Ganze auch digital. Aber Sie können eben auch ganz traditionell mit Bezug auf die Hermeneutik, also die Kunst der Auslegung und Interpretation, interpretieren und das Ganze dann mehr oder weniger genau belegen mit auch Daten aus dem Text, dann wären wir bei der objektiven Hermeneutik. Bei der Erzählanalyse fragen Sie nach dem Wie der Erzählung, bei der Rezeption auf das Wie des Verstehens oder auf die Diskurse, wie, wo und von wem wird über etwas gesprochen und welche Bedeutung und Machtverhältnisse bildet das wieder ab. Da können wir dann unterschiedliche Perspektiven auch mit Fokus auf andere Fachdisziplinen noch heranziehen, die Psychoanalyse, wir können Intertextualitätsforschung, Komparatistik heranziehen, historisch, soziologisch oder sprachanalytisch gehen, herangehen. Natürlich brauchen Sie Literatur und den Zugang über die UB, den kennen Sie. Ich möchte Sie vor allen Dingen hinweisen auf FIS-Bildung, eine Datenbank, die Sie im Kontext von pädagogischer Arbeit, didaktischer Forschung, Kinder- und Jugendliteratur auf jeden Fall ansteuern sollten. Da sind auch viele Texte schon als PDF eingestellt, aber das ist auf jeden Fall für Sie die relevanteste Datenbank, mit der Sie suchen sollten. Natürlich auch Google Scholar und für diejenigen, die noch ein bisschen ja, elaborierter herangehen wollen, mindestens in der Masterarbeit, bietet sich dann auch Elicit an, eine Datenbank, die besser ist als ChatGPT, die ganz gezielt Literatur auch in Vergleich setzt und international orientiert ist. Also, wenn Sie dann eben was weiß ich, im Theorieteil etwas brauchen, dann sollten Sie Elicit für die Masterarbeiten auf jeden Fall mit heranziehen. Ich habe Ihnen hier eine Auswahl an Zeitschriften aufgeführt. Eselsohr, eine Zeitschrift, die sich eher an Bibliothekare zum Beispiel und auch Lehrkräfte richtet, wo neue Literatur vorgestellt wird. Praxis Deutsch kennen Sie wahrscheinlich alle noch. Da sind Analysen, aber auch Unterrichtsvorschläge bis hin zum Gymnasium drin. KJL und M, da ist das ähnlich. Das sind aber weniger direkt unterrichtsbezogene Entwürfe. Da sind die unterrichtlichen Verweise eher kursorisch, aber dafür steht die Kinder- und Jugendliteratur und Medien auch explizit im Zentrum. Bei der Zeitschrift März, Medien und Erziehung von Koppett, handelt es sich um eine Zeitung, die Filme, Filmbildung, aber auch, was weiß ich, Comicbildung, also den Medienmarkt in einem sehr breiten Sinne, aber bis hin zu Fragen, Relevanz von KI für die Schule, für den Kindergarten, Sozialformen und so weiter aufgreift. Also Medienbildung finden Sie in März diskutiert. Zeitschriften wie Literatur im Unterricht, der Deutschunterricht, Leseräume, IDE sind sehr stark orientiert auf den Unterricht. Eine Ausnahme macht Didaktik Deutsch. Das ist eine Zeitung, die didaktische Forschung wirklich in den Mittelpunkt stellt. Wir haben hier an unserem Lehrstuhl auch eine eigene Zeitschrift, die Sie über das Repositorium, der Zugang, also Eldorado der Universitätsbibliothek finden, die Dortmunder Literatur- und Mediengazette, kurz Dulimette genannt, die auch in der nächsten Ausgabe sich beschäftigen will mit dem Thema Armut in der Kinder- und Jugendliteratur.
Und wer dazu noch etwas beitragen möchte, ein Buch vorstellen möchte, eine Unterrichtsidee bekannt geben will, ein Interview führen möchte, kann dies gerne tun. Wir freuen uns und diese Zeitschrift dient dazu, den Studierenden die Möglichkeit zu geben, hier auch gereviewt erste Versuche zur Publikation zu unternehmen. Die Zeitschrift hat auch eine ISSN. Das sehen Sie hier, wie die aufgeführt wird, diese Zeitschrift im Repositorium der TU. Das heißt, Sie können Ihren eigenen Aufsatz nachher auch zitieren und die werden gar nicht so selten tatsächlich auch angesteuert. Zusammenfassung. Wenn Sie eine Arbeit schreiben wollen, dann sollten Sie idealerweise schon eine grobe Idee haben für ein Thema und/oder eine Forschungsfrage. Das Ganze mit methodischen Überlegungen, Literatur besprechen wir dann vor bis zur Erstellung eines kleinen Exposés. Dazu gehört dann auch die Einleitung, wo Sie eine Theorie mit Kriterienprofilierung vorstellen zum Beispiel. Dann kommt eben der Theorieteil, die Studie zur Adaptionsanalyse, die spezifische Analyse, das Fazit, die Literatur und die Erklärung, auch die Erklärung darüber, wie Sie KI-Ressourcen eingesetzt haben. Sie sollten zur Literatursuche eine Datenbankrecherche vornehmen, mit aufsetzen und am besten zumindest im Master internationaler Fachliteratur. Sie können etwa kalkulieren, eine Seite Text bedeutet eine Sekundärliteratur. Bei 300 Seiten sind es 300 Texte, bei 15 sind es nur eben 15. Für meinen Bereich wünsche ich mir eine sozialwissenschaftliche Zitation im Text, im Fließtext mit Nachname, Jahreszahl, Idealiter, Seite und am Ende die Reflexion und Darstellung der Integration von KI-Ressourcen. Sie sollen mit KI arbeiten, aber Sie sollen es intelligent machen und auch beschreiben, inwiefern Sie die genutzt haben. Wichtig ist mir noch, das ist in jedem Fall eine germanistische Arbeit. Das heißt, wenn Sie einen Text haben, der sich zum Beispiel mit einer Geschichte über den Zweiten Weltkrieg beschäftigt, dann steht nicht der Nationalsozialismus im Vordergrund oder nicht Mobbing oder nicht Identität. Das sind alles wichtige Themen, die brauchen Sie auch, die Hintergründe in Ihrem Theorieteil. Aber es ist immer zunächst Kinder- und Jugendliteratur. Es ist eine Fiktionalität, die Sie untersuchen. Und diese Literalität sollten Sie auch als erstes immer betrachten. Und das sollte sich auch im Literaturverzeichnis widerspiegeln. Also nicht nur Literatur, zum Beispiel aus dem Bereich der Erziehungswissenschaft oder der Biologie oder der Geschichte, sondern immer auch spezifische Literatur, die sich auf solche Texte bezieht, auf solche Genre, auf solche Themenbereiche innerhalb der Kinder- und Jugendliteratur, also historische Kinder- und Jugendliteratur, problemorientierte Sozialisationsliteratur und so weiter. Und aus der literaturdidaktischen und wissenschaftlichen Perspektive dazu etwas sagt und nicht nur aus der, die den Gegenstand, der hier verhandelt wird, angeht. Ihre Arbeit sollten Sie planen mit unterschiedlichen Zeitaufwänden. Da können Sie noch mal nachgucken. Lassen Sie auf jeden Fall für die Überarbeitung und Reflexion noch mal 20% frei.